So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Diesmal ist es wirklich relativ spät. Es ist 1 Uhr nachts. Nachdem ja noch eine Sondersendung kurz oder um 17 Uhr stattgefunden hat. So, in der 17 Uhr Sendung wurde hier im DAX und wie auch im Nasdaq erwähnt und gezeigt, dass hier der Xetra DAX am EMA 38 bärisch nach unten abgeprallt ist. Die Bedingung war dann, er sollte möglichst über 8.970,80 notieren bzw. halten. Nachbörslich wurde das Level von 85 oder sowas angelaufen. Und dann gab es nochmal eine kleine größere Gegenbewegung bis 9.050 Punkten rund. Doch dann war eben auch schon Schluss und nachbörslich stehen wir bei rund 8.940. Also hat er auch dieses Level, was es hätte halten sollen, unterschritten. Definitiv nicht gut für eine weitere Erholungsrallye. Im Nasdaq habe ich auch nur kurz erwähnt, hoffentlich kommt kein bärisches Reversal. Ja, als das ist nicht schon, sag ich mal, die positiven Reversals habe ich ja mehr oder weniger angesagt. Hier wollte ich nicht, ja, dass es eins stattfindet. Kam jetzt aber dann leider doch jetzt nachbörslich und zu der Zeit, wo der Nikkei jetzt demnächst aufmacht oder auch die Futures schon ein bisschen reger gehandelt wird, ja, liegt der US Nasdaq Future ja rund 10 Punkte minus. Ja, jetzt scheint halt hier definitiv ein Gap Close möglich zu sein und dann muss man sehen, wo sich der Markt hinbewegt. Von den einzelnen Aktien hat sich natürlich auch wieder ein bisschen eingetrübt. Mehr als die 700-Punkte-Marke hat die Alphabet-Aktie nicht erreicht. Eine Amazon, ja, eigentlich auch ein Doji, beziehungsweise wirklich jetzt nichts Schönes, aber auch noch nicht ganz was Dramatisches. Und die Apple-Aktie ist im Wochenchart, ja, hat sich wieder eingetrübt durch die Tageskerze, die aktuelle. Mal sehen, was eben Japan macht. Das Bild kann eben sich in rund 7, 8 Stunden ganz anders aussehen. Hier jetzt eine größere Prognose vorzunehmen, lohnt sich nicht. Hier, was noch erwähnenswert natürlich ist, leider ist jetzt hier Euro, Yen deutlich eingekracht und natürlich auch unter den Schlusskurs gefallen. Also hier ist wieder der Gewinn hier flöten gegangen. Gut, jetzt darf es eben auch hier gespannt sein, was das Währungspaar hier an der Unterstützung, an der großen Unterstützungsband macht. Aber allein von den Bewegungen hätte hier einfach ein neues Hoch kommen sollen müssen und die Trendlinie eben durchbrechen. Das war's. Kurz und bündig. Morgen wird wohl sehr wahrscheinlich wieder großer Druck auf dem DAX herrschen. Bis dann.